Veranstaltung. Eigentlich darf das gar nicht jeder wissen. Ach, du filmst. Wir haben nur die Koordinaten gekriegt. Die müssen wir eingeben und dann werden wir wohl zu dem Objekt geführt, wo da was abgeht. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ich bin schon echt total. Mir geht ein bisschen die Pumpe, ey. Ey, noch was. Top Secret. Aber, ich habe das von so einem Typen in so einem gelben Anzug, habe ich das. Der hat mir das mitten auf der Messe einfach in die Hand gedrückt. Wisst ihr irgendwie, was das ist? Was das sein kann? Ich habe keine Ahnung. Aber der Sarret, ja, dem schicke ich's zu. Ey, aber lass uns mal die Koordinaten checken. Ist top secret, keine Ahnung. Aber es muss geil werden, vielleicht. Eventuell. Secret. Okay. Lass uns dahin. Wir haben die Koordinaten. Aber psst, nicht weiter erzählen. Sollen wir rechts oder links nehmen? Das steht auf der Karte nicht drauf. Parkplätze hier im ganzen Hotel, ja, in Zürich keine Parkplätze, nur im Innenhof 5 Parkplätze für Taxis und jetzt rat mal, was nicht da ist, wenn wir weg wollen. Taxi, richtig. Nicht verfügbar, komm, fahr mal mit meinem Auto, ist ja gut. Ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Oh, Alter. Scheiße. Warte mal, wo müssen wir hin? Wie heißt die nochmal? Weiß ich nicht. Hi. Hi. So, ich glaube, Leute, der Taxifahrer kennt die Koordinaten. Albestraße, gell? Hast du schon gehört von dem geheimen Treffen heute Abend? Was ist der Heimtreffen? Geheim, ja. Ist das Secret? Nein. Was? Okay. Wo ist das dann? Na da, wo wir sind. Ja. Ah, okay. Das ist ein Geheimtreffen irgendwie, wir wissen auch nicht genau. Okay. Naja, hab ich nichts gehört. Nein. So Leute, da wollen wir mal gucken, wo das ist, ey. Puh. Grüß Gott, hi, hi. Du, was ist bei Exzessiv los? Wir wollen mal kurz hier die Lage checken bei euch. Was ist passiert? Ja, wie ihr alle mitbekommen habt, na, YouTube Evil hat uns gesperrt. Wir haben zu viel über Kiffen berichtet. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Wir ziehen gleich in den Kanal um. Und es geht uns richtig dreckig, aber wir haben trotzdem Spaß. Okay, habt ihr Medizin dagegen gekriegt irgendwie? Ja, wir holen uns natürlich Rezepte dauernd am Band. Ne? Der Drucker kommt nicht mehr nach. Jetzt mal ernsthaft. Es ist ja wirklich, wirklich ärgerlich, was da passiert ist. Ja, da sind jetzt hunderte von Videos eigentlich weggelöscht. Ja. Also gelöscht sind sie, aber wir haben sie natürlich noch. Okay. Das ist das Gute da dran. Okay. Und wir werden sie auch wieder verfügbar machen, das ist gar nicht die Frage. Okay. Aber natürlich ist das ärgerlich und ich sag mal so, bin ja, oder wir sind ja schon seit circa 20 Jahren bei der Verfolgung mit dabei, als eher die Verfolgten. Und da hat man sich an sowas gewöhnt. Ist halt die Arschkarte, ne? Ja,
kaum fängt irgendwie gutes Wetter an, schon muss man an Bildschirm und an YouTube E-Mail schreiben. Aber, naja, aber bei Facebook seid ihr erreichbar auf jeden Fall. Wir sind immer noch erreichbar, ganz normal über E-Mail, über Homepage-Formular, über Facebook. Und ihr könnt uns auch Briefe schreiben. Es gibt was ist das? Wir lieben Postkarten. Wir haben tatsächlich neulich von einem Fan eine Postkarte bekommen. Wir bedanken uns. Wow. Das ist echt geil. Hey, ich will auch mal eine Postkarte, Leute. Ich habe noch nie eine bekommen. Hey. Bei euch alles gut soweit? Ja. Hast du jetzt schon Angst um deinen Job, oder? Nö, auf keinen Fall. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Jetzt machen wir es recht weiter. Und ja, wie gesagt, entweder wieder bei YouTube oder neue Plattformen. Ihr seht uns auf jeden Fall bald wieder. Und wir rocken das und Leute, haltet alle zusammen und lasst euch davon nicht unterkriegen. Wir machen weiter und wir bleiben am Ball. Hey, alles Gute, danke. Ich wünsche euch was. Baba. Hier geht's lang. Hier ist es nicht. Das sieht aber sehr top secret aus hier. Ich glaube, die 47, war das die 47? Sollen wir da einfach mal anschälen? Ey, ich trau mich nicht, dass ich ein Gewicht kriege hier. Natürlich die Frage. Also ein Secret Service scheint es hier nicht zu geben. Also bewaffnete Leute laufen hier auf jeden Fall nicht rum. Wir stehen jetzt hier bei Lucio und ihr wisst ja, diese Pflanzen sind verboten. Die anderen wunderschönen Pflanzen natürlich nicht. Warum ich hier stehe an diesem Stand, die haben was ganz Besonderes, beziehungsweise gibt es das noch gar nicht, deswegen will ich es euch vorstellen. Hi. Hi. Du, erzähl mal unseren Zuschauern ein bisschen, was ist das für eine Apparatur? Ist das nur noch eine Lampe? Oder? Ja, das ist eigentlich, sagen wir mal, der Urlaubsgrower mehr oder weniger, weil im Normalfall jeder weiß ja, der Grower an sich, wenn er irgendwo hinfahren will, kann er das vergessen, weil du weißt ja nie, was eigentlich passiert. Dann haben wir hier da mal einen Controller, wo du halt wirklich alles drin hast. Dann hast du deinen Lüfteranschluss dabei, wo du deinen Lüfter angesteuert kriegst. Dann hast du einmal deine Wasserversorgung hast du drin, wo du ein Relais anschließen kannst. Du kannst zwei unterschiedliche Typen von den LEDs, also Wuchs und halt Blüte anschließen, wenn du willst. Dann kannst du einmal einen echten kapazitiven Bodensensor, was du dann unten in die Erde reinstecken kannst und der dir dann auch wirklich echte Werte zurückliefern kann. Muss man da erst Programmierer lernen oder? Nee, das Gute daran ist, wir haben natürlich auch, natürlich falsch gewünscht, eine Online-Funktion, wo du dann sagen kannst, okay, ich habe da gewisse Presettings, da drücke ich dann drauf und dann sind halt alle Einstellungen, die ich halt will für was auch immer für Pflanzen ich da haben will, sind dann drin und du musst halt nichts mehr dran ändern. Leute, ich kann euch nur verraten, es wird ein wahnsinnig interessantes Produkt. Schaut spätestens in 2-3 Monaten mal auf den ihre Webseite, denn die sind jetzt noch gar nicht verfügbar. Aber special, sage ich. Preis soll auch gut sein und lasst euch überraschen. Was ich euch jetzt nochmal zeigen möchte ist, die haben ein einzigartiges Kühlsystem sich wohl einfallen lassen. Und das zeigen wir euch jetzt nochmal kurz, ja? So, das heißt, der heizt jetzt hier einfach. Man muss sich vorstellen, das wäre der Lampen... Ja, das wäre die LED. Das wäre die LED? Wir nehmen sie natürlich jetzt mal etwas mit sehr viel Licht, so als Beispiel. Ja. Aber das wird uns im Kühlsystem jetzt nicht wirklich schaden. Ja.
Und normalerweise wäre es jetzt heiß und wir können es aber so anfassen, ja. Und das ist, man verbrennt sich überhaupt nicht. Es ist gerade mal lauwarm. Du kannst da direkt anfassen, ja. Und kannst direkt hinlangen. Ja, also würde ich mich eigentlich gar nicht trauen, aber ich habe es vorhin schon mal probiert. tolle Sache. Ich bin schon sehr gespannt. Man kann euch erreichen auf luceo-led.de. Hey, danke für die kurze Vorstellung. Ja, danke. Okay. Ciao. War mir eine Freude. Ciao. Also, ey, warte, wir kommen rein. Da geht ein Tor auf. Das Tor geht rein, das Tor. Können wir hier mal reinschauen? Pass auf, aber nur kurz, ja? Okay. Secret, ja. Passt. Hey, kommt rein, aber pssst. Schön, dass ihr hier auch mich auch noch hier gefunden habt, aber es ist jetzt Feierabend, das ist echt auch ein bisschen geheim, was hier abgeht. Die Leute wollen nicht gefilmt werden, müsst ihr auch verstehen. Und wir wollen jetzt auch mal einen rauchen und Feierabend haben. Ja. Hey, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.